Citizen Science heißt Bürgerwissenschaft und das heißt eben, dass Bürger aus entweder Neugierde oder auch vielleicht einem politischen Motiv sich wissenschaftlich betätigen. Das kann ein Mediziner sein, der begeistert Schmetterlinge sammelt und sich mit deren Geschichte beschäftigt, aber es kann auch jemand sein, der sich über den Bahnhof in Stuttgart ärgert und deswegen ein anderes Verkehrskonzept sich ausdenken will und sich deshalb wissenschaftlich in etwas vertieft. Es ist eigentlich eine uralte Sache, die auch ganz verschiedene Stadien durchgemacht hat. Also es gab schon zu Zeiten der Aufklärung, als man euphorisch sich von der Wissenschaft alles erhofft hat, gab es schon, wenn man so will, Citizen Science. Aber gerade auch in den 70er Jahren, als die kritische antiautoritäre Bewegung aufkam, wurden Wissenschaftsläden gegründet und Leute taten sich zusammen, um das Wissenschaftssystem zu kritisieren. Also es gibt ganz unterschiedliche Motive. Es gab Naturforscherinnen, Vereinigungen. Es gibt Einzelwesen, die am Schreibtisch vor sich hin forschen. Also es ist einfach ein ganz breites Spektrum. Wir brauchen Citizen Science aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Zum einen gehört es zur Demokratie, dass Menschen sich mit Gegenständen intensiv beschäftigen. Sie sollten schon in der Lage sein, auch mit wissenschaftlichen Methoden Fragestellungen zu ergründen. Ich denke aber, dass es auch wertvoll ist, weil das Wissenschaftssystem sich heute doch etwas sehr in die Richtung dessen entwickelt hat, was viele Institutionen betrifft, nämlich eine Selbstreferenzialität, wo man sich nur noch aufeinander bezieht und nur noch auf Fördergelder bezieht und auf Publikationen, die in Zeitschriften erscheinen, die sich wieder aufeinander beziehen. Also die Bürger von außen können einfach wieder ein bisschen mehr Alltag und Realität und auch Kritik ins System bringen. Das finde ich persönlich sehr wichtig. Die Frage, wer Wissenschaftler ist, beschäftigt uns ja schon seit einiger Zeit. Wissenschaft als Beruf, ein ganz typischer Titel eines großen soziologischen Werkes. Ich glaube schon, dass Wissenschaftler zunächst einmal der ist, der das Handwerkszeug erlernt hat, der weiß, wo die Grenzen seines Tuns sein sollten, wo die Grenzen in der Tat liegen, der aber zumindest eine professionelle Anleitungsphase hinter sich gebracht hat und weiß, was Verantwortung ist, wenn es um Wissenschaft geht. Die Frage, in welchen Gebieten Citizen Science wertvolle Beiträge leistet und wo sie möglicherweise kritisch zu sehen ist, ist für mich relativ einfach zu ziehen. Dort, wo Citizen Science die beobachtende Wissenschaft ist, also sich Dinge anschaut, unter hoffentlich Wissenschaftskriterien Daten sammelt, Vogelbeobachtung, Schmetterlinge. Ich weiß nicht, wie viele Schmetterlingsarten tatsächlich von Hobbywissenschaftlern erstmals beschrieben worden sind. All diese beobachtenden Tätigkeiten, Meteorologie, Astronomie, das sind alles Themen, wo ich glaube, dass die Citizen Science Bewegung wichtige Beiträge gebracht hat und auch bringen kann. Überall dort, wo es um manipulative Eingriffe geht, also gewagte chemische Experimente, und das ist der Bereich, an dem ich am meisten Sorge habe, biologisch, biochemische, genetische Experimente. An dieser Stelle würde ich sagen, findet eine natürliche Grenze statt, was Citizen Science tun sollte. Es ist eine Bewegung, die es in den USA gibt, bei uns noch nicht so ausgeprägt. Aber an dieser Stelle habe ich ernste Bedenken. Erstens, weil unter Umständen auch veritable biologische Gefahren entstehen durch das Produkt. Aber auch deswegen Gefahren, weil durch falsche Interpretation, durch vielleicht Unfälle, ein grundsätzlicher Schaden für das Gebiet selber entstehen kann. Von daher bin ich an dieser Stelle relativ restriktiv. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Menschen, die Citizen Science betreiben, versuchen, Kontakt zu Wissenschaftlern, zu wissenschaftlichen Fachgesellschaften zu haben und dann dort versuchen, auch dort über Standards zu lernen, aber auch über Standards zu diskutieren. Also ich glaube, eine gewisse Nähe zu Fachgesellschaften, gewisse Nähe zu den professionellen Wissenschaftlern würde helfen, dass dort ganz gewisse Standards gesetzt werden, eingehalten werden.
Übrigens auch mit dem großen Vorteil, dass dann die Daten, die sie sammeln, auch entsprechend Eingang finden in das wissenschaftliche Geschehen und auch anerkannt werden. Also eine Zweibahnstraße. Citizen Science ist sozusagen eine Fortführung von Hobby, würde ich sagen, ganz häufig, dass also Menschen, die sich hobbymäßig für irgendwas ganz besonders interessieren, nach und nach durch Erfahrungszuwachs den Charakter eines Citizen Scientists annehmen können. Haben wir bei uns in unseren Vorhaben, in unseren Projekten sehr häufig kennengelernt, dass Leute als völlige Laien fast anfingen, ihr Hobby entdeckten und dann fast schon zum Wissenschaftler wurden. Bürgerwissenschaftler profitieren von der regulären Wissenschaft dadurch, dass sie zum Beispiel Anleitungen bekommen, wie sie gewisse Dinge machen können. Dadurch, dass sie lernen, wie man vielleicht Fragen stellt, wie Wissenschaftler Fragen stellen. Und im Gegensatz lernen wir als Wissenschaftler auch, wie Bevölkerung Fragen stellt. Und dann versuchen wir da eben gegenseitig auch die Antworten zu finden. Wir haben das Sorgfaltmonitoring Deutschland vor 10 Jahren initiiert. Das läuft seitdem kontinuierlich. Wir haben jetzt etwa 1000 Leute, die mitarbeiten, 500 seit Anfang konstant. Und wir erfassen durch festgelegte Vorgehensweisen die Tagfalter in bestimmten Lebensräumen wöchentlich oder zweiwöchentlich über ganz Deutschland hinweg. Und daraus können wir entsprechend dann auch mittlerweile Trends absehen von Arten in unserer gesamten Landschaft. Wir haben natürlich viele Leute, die mal kurz mitmachen, wieder aussteigen, aber auch viele, die mal einsteigen und dabei bleiben. Und aktiv sind es da 500 über Deutschland verteilt, die mitmachen. Und ich würde sagen, das einzige Problem ist vielleicht, dass wir einen gewissen Altersüberhang nach oben haben. Das heißt, wir müssen da auch neu rekrutieren, weil viele Leute einfach altersbedingt auch wegfallen. Also Forschung in Echtzeit hat Aspekte, die durchaus mit der Wissenschaft vereinbar sind. Nämlich dahingehend, wenn wir zum Beispiel analysieren, wie verbreiten sich gewisse Organismen, dann ist sogar genau dieses wichtig. Das heißt, wir beobachten, wie gewisse Arten sich ausbreiten. Und je schneller das geht, online, über Internet, umso besser für uns, um abzuschätzen, was passiert. Wir können vermeiden, dass Bürger nur als Datenlieferanten fungieren, indem wir sie einfach in den ganzen Prozess mit einschließen, dass wir ihre Fragen aufgreifen und dann gemeinsam versuchen, gewisse Themen weiterzuentwickeln. Aber auch, dass wir als Wissenschaftler sehr viel Rückmeldung geben über das, was wir aus den Daten machen können und auch den Bürgern zeigen können, was sie vielleicht mit Daten auch noch für Fragen beantworten können, so sie sich stellen wollten. Ich glaube, dass Museen in ihrer traditionellen Rolle, Wissenschaft und Gesellschaft zusammenzubringen, dazu prädestiniert sind, sich für Bürgerwissenschaften einzusetzen und einzubringen, weil das noch ein tieferes Verständnis von Wissenschaft bewirkt, wenn die Bürger direkt bei Wissenschaft mitarbeiten. Und da haben Museen, gerade Naturkundemuseen, eine ganz lange Tradition. Bei uns wird als Amateur und als professioneller Wissenschaftler seit über 200 Jahren geforscht und da sind wir sehr stolz drauf. Ich glaube, dass Natur alle Leute anmacht und dass alle eine Beziehung zur Natur haben und dass Wissenschaft eine der Möglichkeiten ist, an Natur Spaß zu haben und sie besser zu verstehen. Und deswegen machen so viele mit. Laienwissenschaftler haben unheimlich viel Zeit. Laienwissenschaftler haben Muße. Eine ganz wichtige Person in diesem Bezug ist natürlich Charles Darwin, der ja nicht in den institutionalisiert Wissenschaft betrieben hat, sondern, weil er finanziell gut ausgestattet war, seinem Hobby nachgehen konnte. Und damit sozusagen eine der grundlegendsten Theorien, die es in der Welt gibt, nämlich die Evolutionstheorie, erdacht und wissenschaftlich untermauert hat. Citizen Science, glaube ich, muss zum Teil institutionell verankert werden. Das heißt, Forschungsinstitutionen, Forschungsorganisationen müssen das mitfinanzieren, wenn sie sich der Gesellschaft in diesem Bereich öffnen wollen. Aber ich glaube auch, dass es mittelfristig Möglichkeiten gibt, über Spenden hier viel zu erreichen. Ich wünsche mir, dass es in 10 Jahren in jeder größeren Wissenschaftseinrichtung ein Citizen Science Programm gibt.